Das spiegelt total. Ich weiß gar nicht, wie ich hin. Ja, du guckst ihn ja auch an. Ich guck ja das Ding auch noch an. Nenne drei Gründe, warum es sich lohnt, die Ausbildung in der Pflege zu starten. Warum? Früher habe ich Ausbildung gemacht als Metallarbeiter. Und dann habe ich in Deutschland gekommen. Und dann mochte ich es mit Metall zu tun. Und dann nach 3 Jahren, wenn ich habe Deutschkurs gemacht, die Betreuerin hat mir gesagt, in Python, viele Leute machen mich gerne. Ich bin so nett. Ich lache immer. Spaß. Und dann hat sie mir vorgeschlagen, dass es ist gut, wenn ich arbeite mit Menschen. Und dann sie hat mir zu meinem Chef gebracht, das gibt eine Arbeit hier, Pflege Alpha, ja, zu machen. In meiner Kindheit, ich immer hat gedacht, ich möchte ein Doktor sein, ich möchte ein Arzt sein. Ah. Und das ist das medizinische schon Punkt, genau, stimmt, medizinische, also. Ja, und ich habe gedacht, ja, ich probiere es mal. Und ich war da 3 Tage. Arbeite da und habe gesehen, und das gefällt mir sehr gut, weil es mit Menschen zu tun, lustig, Leute und die Kollegen super nett. Ich habe gedacht, okay, ich gehe. Und dann letztes Jahr, ich habe mein 1 Jahr Ausbildung gemacht als Fachhelfer. Und dann hast du erst die Helferausbildung gemacht? Ja. Okay, und dann hast du dich jetzt doch für die Generalistik entschieden? Genau, jetzt okay. Die 3 Jahre jetzt. Und dann schauen wir mal. Und ich hoffe, das passt gut. Das wird. Ja. Welche Aufgabe bei der Arbeit konntest du immer machen? Auf welche würdest du gerne verzichten? Oh, ja. Welche Arbeit könnte ich immer machen? Ja. So kleine Aufgaben, die man nebenbei immer vergisst. So was wie Fingernägel schneiden oder Rasur. So Sachen, die einfach, wo man sich gar nicht die Zeit findet. Oder Mundpflege, das ist ja auch ein großes Thema. Da habe ich immer Zeit zu. Also die nehme ich mir auch. Und worauf könnte ich verzichten? Es gibt auch leider sehr undankbare Menschen. Darauf könnte ich gut verzichten, obwohl ich mir nicht vieles zu Herzen nehme, was negativ ist.